Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, in diesem Video testen wir die neuen Gönnergy Sorten von Montana Black. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Die neuen Gönnergy Sorten von Monte sind nun endlich draußen. Heute ist der 19.02. und heute ist der Release von den neuen Gönnergy Sorten. Und zwar gibt es jetzt drei neue Sorten. Und die sind heute bei Rewe exklusiv erschienen. Und ab dem 22., wie ich das verstanden habe, gibt es die auch bei Kaufland und Co. Ja, so viel dazu. Das ist die erste neue Gönnergy-Sorte. Einmal Juneberry Jam. Einmal, das ist die zweite Sorte, und zwar White Peach. Und das ist die dritte Sorte, Sweet Lemon. Und ja, das sind die drei neuen Sorten, die Monte rausgebracht haben. Das ist jetzt von einem anderen Hersteller, wie ich das verstanden habe. Die Abfüllung, also ist von einem neuen anderen Hersteller. Und wie ihr sehen könnt, ist eine Limited Edition von Monte. Und das ist nur bei der ersten Produktion. Und bei der nächsten Produktion wird nicht mehr auf den Dosen Limited Edition stehen. Und für alle, die es interessiert, hier sind die Nährwerte, wenn ihr das erkennen könnt. Ja, so viel dazu. Also Punkt 1 zu dem Design. Ich bin zu dem ersten Rewe reingelaufen und die hatten das direkt in den normalen, ganz normalen Verpackungen. Keine richtigen Aufsteller. Ist mir im Prinzip aber egal. Ich will im Prinzip nur die Dosen haben. Ja, klar sieht das schöner aus, wenn die Aufsteller hatten von Monte und so. Aber wie dem auch sei, das sind die drei neuen Sorten. Zu dem Design gefällt mir ziemlich gut. Stechen direkt ins Auge. Wie die anderen drei Sorten. Und die Farben sind sehr schön aus, kann man sehr schön ins Regal aufstellen. Ja, das so viel zu dem Design. Das Design spricht mich auf jeden Fall wie die vorherigen Gönnergy-Sorten ziemlich an und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und ja, womit starten wir? Ich glaube, ich starte mit Juneberry Jam. Machen wir mal einmal auf. Geruchstest erstmal machen. Ja. Riecht so ein bisschen nach Traube. Okay, wir probieren mal. Sehr fruchtig. Sehr, sehr fruchtig. Ich muss nochmal probieren. Ziemlich süße Note, erinnert mich ein bisschen an, ich will jetzt nicht, doch, Rockstar. Ich glaube, Rockstar hatte so eine ähnliche Geschmackssorte, Grape Edition. Falls ich das finden sollte, werde ich das einblenden wahrscheinlich. Zu dem Geschmack, ziemlich süß. Man merkt gar nicht, dass es Zero ist. Gefällt mir ziemlich gut von Abgang auch her. Ja, aber ja, schmeckt da sehr viel Blaubeere eher nicht. Eher so Traube auf jeden Fall. Aber gefällt mir ziemlich gut. Hat auf jeden Fall was. So, als nächstes probieren wir Sweet Lemon. Das auch mal auf. Geruchstest. Sehr zitronisch. Gefällt mir auf jeden Fall der Geruch. Und jetzt probieren. Auch ziemlich gut. Ziemlich gut. Erinnert mich ein bisschen an
7 Up beziehungsweise Sprite. Ja. Echt guten Geschmack. Zitronisch, erfrischend. Das an einem Sommerabend, eiskalt, wäre eine 10 von 10. Das ist jetzt auch jetzt eine 10 von 10, bin ich euch ehrlich. Bei einem Sommerabend, so nach dem Schwimmbad, so schon sehr geil. Zu guter Letzt probieren wir jetzt White Peach. Immer auf. Geruchstest. Ja, riecht wie Eistee Pfirsich, habe ich das Gefühl. Ja, riecht das gut. Er kann was. Riecht. Der schmeckt richtig gut. Der kann auf jeden Fall was. Sehr, sehr fruchtig. Gefällt mir sehr. Haben sie auf jeden Fall sehr gut getroffen, den White Peach. Sehr, sehr, sehr lecker. Wir machen jetzt mal ein Ranking. Was mir am meisten gefällt, ist der Juneberry Jam. Auf jeden Fall. Weil ich mag sehr süßes Zeug. Also Nummer 1 ist für mich der Juneberry Jam. Den nochmal probieren. Platz 2 ist für mich White Peach. Sehr gut. Auch im Nachgang der Geschmack. Ist nicht wie die bei den anderen Sorte. Bei den anderen Sorten so ein bisschen chemisch oder metallisch. Ist auf jeden Fall besser gelungen diesmal, diese Charge auf jeden Fall. Und zu guter Letzt. Ja, zu guter Letzt Sweet Lemon. Gefällt mir auch gut. Aber die zwei anderen performen auf jeden Fall besser. Deswegen für mich Gewinner Juneberry Jam. Schmeckt am besten. Platz 2 ist für mich White Peach. Und auf Nummer 3 ist Sweet Lemon. Sweet Lemon erinnert mich ziemlich sehr an 7 Up. So etwas, so wie Mojitos, so falls ihr das kennt, Mojitos, das schmeckt auf jeden Fall so ähnlich wie diese Moloko-Getränke, falls ihr das kennt. Erinnert mich das so Limetten, zitronenartig. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.